Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich gerne mal Scherox spielen. Das Ding werde ich jetzt das erste Mal in der Meisterliga verwenden. Gerade frisch hochgezogen auf Level 40, gepusht und Staub reingesteckt. Es ist mir aber wert. Wenn das Teil jetzt nicht gut performt, ist es okay. Wir haben immer noch die Möglichkeit, das in den Raids zu zocken. Als Käfer oder Stahlangreifer ist es gar nicht so schlecht. Das Ding bekommt nochmal eine Mega-Entwicklung, habe ich euch eingeblendet. Deswegen ist der Push für mich gerechtfertigt. Wir werden das mit diesem Team hier kombinieren. Ja, ich weiß, Scherox hat keinen Bock auf Feuer und Mammutoilette auch nicht unbedingt. Und hier Macho, joa, gegen Skelabra auch nicht. Das ist so die kleine Challenge. Ne? Wenn wir schon schwach sind gegen Feuer, warum dann nicht richtig? Einfach mal ausprobieren, was wir damit reißen können. Wenn du zu Pokémon Go nichts verpassen möchtest, lass doch gerne ein Abo, da würde mich extrem freuen. Und ich denke, wir starten erstmal direkt. Let's go! Alles klar. Macho ist ein geiles Pokémon. Mamutell ebenfalls. Beide sehr stark in der Meisterliga. Und Scherox müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ich habe keinen Plan. Ich habe das noch nicht gezockt. Ich weiß nicht. Vielleicht kann das was. Wäre ganz nett. Okay. Führung ist top. Du wirst natürlich einen Konter dagegen haben. Das heißt, oh, du hast Kaskade, dann wäre ich natürlich nicht hier reingegangen. Upsi-dupsi, mein Freund. Ich habe zu spät gesehen, dass du das Kaskadending bist. Aber auch mit meinem Scherox habe ich da potenziell nicht unbedingt Bock gegen, da die Resistenz am Start ist. Ja, moin Meister, der Wechsel war jetzt nicht der schlauste, ne? Ich hätte vielleicht mal auf die Sofortattacke achten können. Ah, es ist nicht cool. Das war jetzt nicht der cleverste Schachzug von mir, aber das seid ihr gewohnt. Das habt ihr schon häufiger gesehen. Ist in Ordnung, wir nehmen das natürlich. Fehler sind da, um die zu machen, gar kein Thema. Okay, also erstmal gucken. Die zweite Attacke schaffe ich leider nicht vor dir. Ich kann getrost das durchlassen, weil ich die eine überleben werde. Die Frage ist, ob ich danach Köder oder doch die richtige Attacke einsetze. Ich glaube, wir machen das so. Wir gehen jetzt auf den richtigen Move. Entweder möchte ich dich besiegen oder dein Schild bekommen. Ja, Scherox hat nicht unbedingt Bock, da Wasser diese Stahlattacken von uns resistieren. Und der Köder wäre schmackhaft gewesen. Du kannst aber nicht runterfarmen, bevor ich nicht eine Attacke geschafft hätte. So, mein Scherox wird übelste Probleme haben. Im ersten Kampf nimmt uns ein Gyarados Hops. Das ist top. Das Ding wollte ich eventuell auch mitnehmen. Hab mich aber dann umentschieden und mich spontan für Mammutell entschieden, weil ich mir dachte, warum nehmen wir diese Feuerschwäche nicht komplett mit? War ein Fehler, wie man hier gesehen hat. Ist aber okay. So, runterfahren bringt mir natürlich nichts. Die Resistenz gegen den Bodyslam ist am Start, aber der Kraftkoloss drückt halt, ne? Wir können hier vielleicht mit einem Boost nochmal was regeln. So ein bisschen reinboosten potenziell? Nö. Okay, dann würde ich mir gerne für die Wissenschaft mal anschauen, wie viel Kreuzschere macht. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Moveset zu spielen und habe mir einfach gedacht, okay, ich habe eine Stahl-Sofort-Attacke. Das reicht, um mit Stahl anzugreifen. Alles klar. Beide Attacken machen jetzt nicht so viel Damage, weshalb vielleicht so ein Step-Eisenschädel gar nicht so verkehrt ist. Aber das passt, wir gucken mal. Ich will natürlich gegen Feen kämpfen. Ich habe Bock damit gegen Togekiss zu kämpfen. Ich habe Bock damit gegen Felinara zu kämpfen oder gegen Florges. Also es gibt da so ein paar Pokémon, auf die ich gerne treffen würde. Wir müssen erstmal schauen. Führung ist wieder top. Wenn dann Gyarados reinkommt, habe ich natürlich wieder Probleme. Du bleibst erstmal drin, was spannend ist. Okay. Gleichstände müsste ich... Gewinne ich nicht? Ich habe eigentlich gedacht, dass Macho Gleichstände gewinnt. Das überrascht mich jetzt, okay. Alles klar. Das passt, wir lassen den ersten durch. Würden dann jetzt aber auch von dir ein Schild bekommen, ansonsten gehst du halt drauf, ne? So, das sollte jetzt nicht das Thema sein, zeig mal her. Ja, Schild kommt, dann können wir vielleicht sogar einmal schilden und komplett runterfarmen. Ja, das machen wir, ne? Du hast ein Schild investiert, dann machen wir das doch auch. Gar kein Thema. Ich muss jetzt halt nur gucken, dass du mich nicht snipest. Die Möglichkeit besteht, dass du mir danach einen Charme drückst und ich weg bin. Ob du das machst, werden wir sehen. Nee, du lässt dich drauf gehen, okay? Oh, ich schaffe das. Und du hast wieder Kaskade. Okay, ich muss mich runterfarmen lassen, um dann mit Mammutell zu kommen. Wenn ich hier ein Schild bekomme. Okay, dann gehe ich doch rüber direkt und mache sofort Attackendruck. Der ist nämlich vorhanden und wir sollten auch vor dir die Attacke erreichen.
Du kannst schilden und mich dann entspannt runterfarmen. Was nicht gerade geil ist. Mein eigenes Gyarados wäre hier schon sehr gut. Oh, letztes Pokémon. Oh, das ist schmackhaft, denn wir haben sehr effektive Sofortattacken mit unserem Scherox, weshalb das Ding gleich scheinen kann. Wir werden uns hier runterfarmen lassen, kommen mit Macho, drücken potenziellen Konter und lassen... Warum? Okay, du weißt, dass Ende ist, oder warum lässt es durch? Ich möchte das jetzt durchlassen und mit Scherox runterfarmen. Komm schon, Scherox, komm zum Einsatz! Oh, Scherox hat alles gemacht. Alles gegeben, mit zwei Attacken weggeklatscht, das haben wir nur wegen Scherox gewonnen. Schon mal der Push gerechtfertigt, ah super. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ich könnte euch das Pokémon nicht richtig präsentieren, aber diese Glanzleistung jetzt gerade, die ist ja kaum zu überbieten. Die ist kaum zu überbieten. Potenziell hat man noch die Möglichkeit, das mit Zornklinge zu spielen, aber dann würde ich wahrscheinlich die Kreuzschere wegmachen und den Eisenschädel draufpacken. Bei dem Moveset war ich mir überhaupt nicht sicher. Bitte lass den Gegner jetzt nicht einfach so beginnen. Fehler 6. Schon Ewigkeiten kein Fehler 6 mehr gehabt. Komm schon. Mach jetzt hier nicht, dass das so lange hängt. Come on, ich möchte kämpfen. Lass mich. Lass mich kämpfen. Naja. Wie gesagt, bei Scherox war jetzt... war ich mir nicht so sicher bei dem Moveset. Ich habe mich jetzt schlussendlich hierfür entschieden. Wir gewinnen vielleicht hier sogar noch eine Führung. Ne? Die ist nicht so verkehrt. Das geht eigentlich. So, du gehst raus und wieder da rein. Heute ist Kaskaden-Garados-Tag. Was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Wir werden hier schilden und dann reinködern. Ich glaube, das ist der Play. Ich werde mich jetzt hier einfach mal ganz ekelhaft beim Ködern erwischen. Und ich denke, dass der Gegner das weiß und das ganz entspannt schildet, durchlässt. Er rechnet jetzt hier mit einem Köder. Ich habe mir viel zu viel Energie geholt. Ich bin gespannt. Zeig mal her, mein Freund. Ich habe den nächsten Steinhagel vor dir. Genau das meine ich so. Steinhagel habe ich potenziell erreicht. Dann, wenn wir... Wer einmal ködert, den glaubt man nicht, auch wenn er danach nochmal ködert. So, wir würden dich besiegen können und... Jetzt schildest du. Wichtig. So ist in Ordnung. So, ich komme zu noch einem Move. Der wird resistiert, aber ein bisschen Damage ist besser als gar keiner, oder? Wie seht ihr das? Nassschweif würde halt ganz guten Schaden drücken. Ah, schwierig. Du kannst mich jetzt halt komplett runterfarmen. Und der dritte Kampf und wir stellen weiterhin fest, dass wir schwach sind gegen Garados. Was nicht geil ist. Ich lasse mich jetzt hier auch, glaube ich, besiegen und muss gucken, dass Scherox vielleicht alles regelt. Wir setzen unser letztes Schildchen auf, Scherox. Ne, warum eigentlich nicht? Bam. Du hast zwei Attacken, dann hätte ich mich da ruhig draufgehen lassen sollen, ne? Dann hätte ich mich einfach draufgehen lassen sollen. Hier den Move abzufangen war jetzt nicht der schlauste Schachzug. Du kommst damit wieder rein. So, resistierte Attacken sind von dir ebenfalls am Start. Mit Zornklinge wäre ich hier neutral unterwegs. Und wäre vielleicht nicht verkehrt, aber so, potenziellen Boost? Kein Boost, schade. Boost wäre jetzt aber tatsächlich sehr schmackhaft. Wir können vielleicht zwei Attacken erreichen? Was, by the way, ganz geil wäre. Psychokinese sogar. Bitte nicht die Senkung. Das war jetzt wichtig, dass du hier keine Abschwächung reinbekommst. So, das hier besiegt dich, wenn du das durchlässt. Und wenn nicht, würde vielleicht die nächste Sofortattacke dich besiegen und das würde ausreichen. Du müsstest jetzt, glaube ich, keine Attacke mehr schaffen, oder? Und das ist schmackhaft, alles klar. Das Problem ist, dass Garados mir jetzt immer noch Probleme machen könnte. Potenziell werde ich das wahrscheinlich nicht runterfarmen, ne? Oh. Ja, okay. Meine Sofortattacken drücken halt hier gut, ne? Ein Schild zu bekommen wäre ganz geil. Stellt euch mal vor, dass hier ist ein... Na, schade, ein Eisenschädel wäre jetzt so gut gewesen. So, du farmst mich jetzt einfach runter. Hätte ich dein Schild bekommen, wäre das vielleicht noch was geworden. Oder ich schaffe hier auch keine Attacke mehr, ne? Naja, ich hätte die Attacke noch geschafft. Die hätte ich noch geschafft. Schade, aber ist in Ordnung. Scherox hinten trifft jetzt das erste Mal auf eine Fee, konnte aber dennoch nicht überzeugen, weil mich das Garados in der Mitte hops genommen hat. Ich war vorher am Überlegen, ob ich das Team hier mit Magnezone in der Mitte spiele. Hab mich dann aber umentschieden und kam dann spontan auf Mamutel, was die ganze Sache nicht besser macht. Du hast keine Kumpelschleife und bist aber ein 100er, wie man das anhand der WP sieht. Die Frage ist halt nur, wer von uns die Attacke durchbekommt und wer nicht.
Ich bekomme sie nicht durch. Das ist nie, ja, das ist doof. Das ist mies. Schade. Das ist echt ärgerlich. Jetzt werde ich zweimal einsetzen. Wenn du sie dann bekommst, kannst du direkt gewinnen. Okay, du bekommst die ebenfalls nicht. Danach werden wir die zweite Ladeattacke gleichzeitig bekommen. Dann ist das so ein Münzwurf. Wir sind beide 100er. Das heißt, es wird davon abhängig gemacht, wer Glück hat und durchbekommt. Alles klar, wenn das jetzt hier ein Gleichstand ist, wäre das ganz geil. Da ich jetzt vielleicht guten Damage erstmal bekomme oder dein Schild. So, du hast nicht eingesetzt. Wir gehen gleichzeitig drauf, ne? Runterfahren kannst du nicht. Wir gehen gleichzeitig drauf. Oder wir stehen einfach nur still und gucken uns an. Okay, okay, du sitzt doch ein. Das heißt, ich habe den Wechsel nicht bekommen, aber einen Schildvorteil, was gar nicht so verkehrt ist. Jetzt kann ich dich mit Cherox runterfarmen, ohne dass du eine Attacke schaffst. Was auch ganz nett ist. Jetzt werden wir mal schauen, was du noch so auf Lager hast. Dein Kampf-Pokémon ist weg. Das heißt, vielleicht hat Mamutel gute Karten. Das hier ist nicht geil. Wir gehen mal raus und schauen, was da noch hinten auf uns wartet. Denn mit Mamutelchen haben wir die Möglichkeit, ganz guten Schaden rauszuhauen. Ein Kraftkoloss würde ich ungern durchlassen, weshalb du jetzt den ersten Schild von mir bekommst. Und das war leider der Köder. Okay. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Und du gehst raus. So, wir könnten... Ködern wollen wir aber an der Stelle nicht. Wir wollen hier nicht reinködern, sondern drücken dir potenziell direkt die richtige Attacke und hätten ködern sollen. Ja, Meister. Habe ich vor dir die Attacke? Bitte, gewinn den Gleichstand. Mamutel, du überrascht mich. War das überhaupt ein Gleichstand? Ich glaube, Metagross hat doch auch einen ganz guten Angriffswert, weshalb das vielleicht die Gleichstände gewinnen könnte. Okay, das sieht gut aus. Lass mich hier nochmal eine Lawine schaffen. Kann Mamutel hier noch komplett reinsweepen? Diese Lawine wäre extrem wichtig. Wir werden die sogar noch erreichen, machen wir aber nicht. Wir wollen gucken, dass unser Cherox hier nochmal am Ende was reißen kann. So, wir sind beim Nachthieb. Ich gehe jetzt nur für den Boost auf diese Attacke. Der Kreuzhieb hat den Step drauf und ich glaube, dass man den, nicht Kreuzhieb, die Kreuzschere, ich glaube, dass man die auch nicht braucht. Potenziell würde ich wahrscheinlich, wenn ich das hier nochmal spiele, beim nächsten Mal ohne die Attacke spielen, sondern direkt mit dem Eisenschädel. Das wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Jetzt gehen wir mal hier drauf, wollen nochmal gucken, wie viel Schaden das verursacht. Haben vielleicht sogar die Chance, dich runterzufarmen. Cherox, hier ein Win, wäre noch ganz geil. Bitte schaff jetzt keinen Kraftkoloss. Bitte nicht, komm schon. Ich habe nämlich die Befürchtung, und Cherox gewinnt hier Gleichstände, wenn das einer war, und das haut dich weg. Denn ich weiß nicht, ob wie gut ich so einen Bodyslam wegstecke, da das Ding hier keinen guten Angriffswert hat, Verteidigungswert, so rum. Das war wichtig. Okay, es ist schon mal gar nicht so verkehrt, hier nochmal mit einem Win rauszukommen. Wir stehen, glaube ich, jetzt 2-2, ne? Ich meine ja. Einfach jetzt mal gucken, was wir hier im Matchball reißen können. Positiv aus diesem Set rauszugehen, das wäre ein wahrer Erfolg mit diesem Cherox-Team, ne? Ich habe hier was gebaut, das keine Lust auf Gyarados hat. Ja, müssen wir gucken, ne? Kaskaden-Gyarados vor allen Dingen, das ist super, super nervig. Knackrack! Okay, wir werden das jetzt hier ausspielen. Oh, fang erstmal früher an. Gönn dir, ich warte eine Sekunde, ich gebe dir gerne den Vortritt, mein Freund. Gar kein Problem, ich werde das jetzt ausspielen und mir danach gut Farm mit meinem Knackrack holen. Das sieht erstmal gar nicht so tragisch aus. Sandgrab würden wir nochmal überleben, was jetzt nicht das Thema ist. Deswegen müssen wir mal gucken, ne? Bam, wir erreichen noch eine Attacke und bekommen dadurch potenziell noch ein Schild von dir. Was ganz geil wäre, du weißt, dass du das hier eigentlich auch noch überleben kannst. Ein Schild würde ich bevorzugen. Schade. Okay, okay, nervig. Zwei Attacken, du bist weg. Zack, ohne dass du einsetzen kannst. Das gefällt mir am besten. Super Snipe. Metagross ist nervig. Wir könnten aber versuchen, ein Schild von dir zu bekommen. Du bist vorne, schwach gegen Fee, hast hier eine Antwort gegen Fee. Wartet da nochmal potenziell eine eigene Fee oder ein Stalobor? Stalobor wird ebenfalls sehr schwer zu besiegen. Hätten wir wieder gut reinködern können. Jetzt gehen wir rüber. Müssen gucken, was wir mit unserem Cherox reißen. Es wird super schwer für mich. Super, super schwer. Erdbeben wollen wir hier nicht abbekommen, weshalb wir schilden. Wieso? Woher kommen die Psychokinesen? Okay, doch ein Stalobor.
Alles klar, es wird mega knifflig. Ich habe einen Energievorteil, ob mir das was bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte gegen Metagross ruhig mal ködern können. So, bitte den Boost. Immer noch kein Boost. So, ich muss gucken, dass ich sofort Attacken dazwischen bekomme. Wir werden die erste jetzt mal durchlassen, um herauszufinden, wie viel Schaden das verursacht. Okay, alles klar, es macht halt zu viel. Eine 1, 2, setzen ein. Alles klärchen. Hätte ich gerade geködert, würde ich potenziell noch mal eine Attacke schaffen, ne? Schade. Wir können vorher einsetzen, verlieren aber den Gleichstand. Hätte ich geködert, weiß ich nicht, ob die Situation was geändert hätte. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch zwei fette Attacken erreicht hätte. Ah, wahrscheinlich eher nicht so. Schwierig. Okay, wir gehen leider negativ aus dieser Situation raus. Etwas dran ändern können wir nicht, ist aber in Ordnung. Ich hoffe, dass dieses Video euch trotzdem gefallen hat. Xerox war jetzt nicht so schlecht, potenziell aber mit einem anderen Team. Hätte ich das jetzt mit Magnezone probiert, wäre dieses gegnerische Team jetzt auch extrem mies geworden für mich. Hätte ich das jetzt mit Garados probiert, wäre Stalobor ein bisschen doof geworden, aber mit einer Kaskade drauf wäre das schon gar nicht so verkehrt. Ja, für diese Folge war's das. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.